Hallo, ich heiße Madeleine Dreusch, vertrete das Bundesland Brandenburg und komme aus der Heinz-Siemann-Krankenpflegeschule in Lünen. Irgendwas machst du doch in deiner Freizeit. Ja, ich reite, engagiere mich für behinderte Kinder im Reitverein und ja. Ja, das ist schön. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Also ich bin die Katharina, ich komme aus Dessau, vertrete damit also Sachsen-Anhalt. Das Schöne an Dessau ist, dass wir wunderbar im Grün liegen und wir haben ja noch unter anderem das Bauhaus und die Meisterhäuser, also noch ein bisschen Kultur zu bieten. Mein Name ist Andreas Weidisch, ich vertrete den Freistaat Thüringen hier beim Bundeswettbewerb. Ich besuche die Schule für Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in Gera. Meine Ausbildung praktisch erfolgt in dem Waldkrankenhaus Eisenberg. Und meine Freizeit gestaltet sich vorwiegend mit dem Beschäftigen der elektronischen Musik. Und das ist Instrumente oder Disco? DJ. Disco. Genau das Richtige für die älteren Leute, ja. Bestimmt. Oder? Ich heiße Katrin Süß, komme aus Schwerin und vertrete das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Süß, ist auch was Süßes gern? Manchmal. Ist ja süß. Manchmal. Manchmal doch. Und was machst du in deiner Freizeit? Mich um mein Kind kümmern. Oh, wie alt? Noch 4. Na dann, also gut. Vielen Dank. Bitte. Timo Mahler, ich komme aus dem Bundesland Baden-Württemberg. Die Schule ist die F&U, Altenpflegeschule in Heidelberg. Und was machst du sonst noch so, wenn du nicht gerade in der Ausbildung bist? Lernen auf die Prüfung in 4 Wochen. Aha, und Freizeit gibt's gar nicht? Zurzeit eher weniger, ja. Und wenn es welche gäbe? Schraube ich eher an Autos. Ah. Hallo, Rietje Martin mein Name. Ich komme aus Bayern, vertrete hier die Berufsfachschule Krankenpflege, Altenpflege aus Lindenberg von der Schwesternschaft München. Ja, natürlich, Ehrenamt. Ich arbeite ehrenamtlich in der Bereitschaft Lindau vom Roten Kreuz, mache da mit Sanitätsdienste und ja. Ganz toll, ganz toll. Ja, ich bin Nathalie, ich komme aus Bremen und vertrete die Bremer Heimstiftung von der Altenpflegeschule. Welche Altenpflegeschule? Die von der Bremer Heimstiftung. Ich bedanke mich. Hast du eine Freizeitbeschäftigung? Eigentlich nicht so. Ich treffe mich gerne mit Was Freunden. Was gefällt dir an deinem Beruf, den du hast? An meinem Beruf gefällt mir die Vielseitigkeit und dass man einfach so viel von den Menschen auch zurückbekommt. Ich komme aus Berlin, bin angestellt bei der DRK Schwesternschaft und arbeite beim DRK Krankenhaus in Berlin Mitte. Ich habe ja gehört, du machst eine Freizeitbeschäftigung und du bist ehrenamtlich tätig. Ja, genau. Ich bin Basketballtrainer im Jugendverein und habe eine eigene Mannschaft, eine U11, kleine Minis, mit der auch Spiele am Wochenende haben. Ich bin selber Basketballtrainer jetzt seit 3 Jahren. Ich heiße Tatjana Hamburg, 32. Ich vertrete Bundesland Hessen, komme aus Altenpflegeschule in Offenbach und vertrete auch jüdisches Altenzentrum in Frankfurt. Das war ja so richtig präzise und perfekt. Was machst du denn in deiner Freizeit? Was mache ich in meiner Freizeit? Ja. Autofahren. Rede ich auch dabei. Hallo, ich bin die Mandy Gertitschke, ich komme aus Oederan, ich vertrete das Bundesland Sachsen und mache meine Altenpflegeausbildung in Zschopau. Und was kann man in Zschopau denn so erleben? Ui. Ich bin Annalena Schwarz und mache in Itzehoe, das ist in Schleswig-Holstein, die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfleger. Dementsprechend vertrittst du welches Bundesland? Schleswig-Holstein. Dankeschön. Mein Name ist Ralf Rittner, ich vertrete das Bundesland Sachsen, komme aus Dresden. Aus Dresden? Ja. Und Rittner heißen, gibt es da einen von Rittner und sowas? Nein. In der Familie? Nicht? Nein. Was machst du denn in deiner Freizeit? Da spiele ich Gitarre. Ei. Ei. Und was gibt es denn da für Musik zu hören? Bei mir gibt es ausschließlich Heavy Metal, Punkrock, Thrash Metal. Hallo, mein Name ist Barbara Flierl, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme vom Freistaat Bayern, ich wohne in Nürnberg und vertrete die Berufsfachschule für Krankenpflege am Martha-Maria-Krankenhaus. Was hast du denn in Mosambik gemacht? Da waren wir 4 Wochen im Krankenhaus und konnten da einen Einblick ins Krankenhaus dort und auch in OP und die verschiedenen Stationen erhalten. Und hat dir das Spaß gemacht dort? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also es waren jeden Tag 1000 Eindrücke und ja. Ich bin sehr froh, dass ich es machen konnte. Ehre. Hallo, mein Name ist Tobias. Ich komme aus Essen, Nordrhein-Westfalen und vertrete die Kliniken Essen-Mitte hier beim Bundeswettbewerb. Welches Bundesland? Nordrhein-Westfalen. Aha, welche Freizeitbeschäftigung hat er? Hallo, ich bin die Christina. Ich komme aus Unkel am Rhein und mache meine Pflegeausbildung in der Krankenpflegeschule in Linz. Welches Bundesland vertrete ich? Und ich vertrete das Bundesland Rheinland-Pfalz. Was ist denn Unkel?
Unkel, das ist, liegt zwischen Koblenz und Bonn. Ja, hallo, ich bin Gesa Schröer, ich komme aus Oldenburg und vertrete das Bundesland Niedersachsen. Ich gehe zur Krankenpflegeschule des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg und bin im dritten Lehrjahr. Jetzt frage ich die Lisa, was macht sie in ihrer Freizeit am liebsten? Fitness. Mein Name ist Katrin Fulfs, ich komme aus München und vertrete das Bundesland Bayern. Und was gibt es denn in München so Besonderes? München ist einfach die schönste Stadt Deutschlands, wobei ich das gar nicht so sagen darf, ich bin gebürtige Hamburgerin, aber inzwischen in München. Und München ist die verdörflichte Stadt. Es gibt einfach, man kann alles zu Fuß erreichen, es ist grün. Ich bin der Max Bonkers, komme aus Halle an der Saale, vertrete das Bundesland Sachsen-Anhalt und meine Schule ist die WBS Trainings GmbH in Halle. Max, was machst du in deiner Freizeit? Fußball spielen, Musik machen. Für wen spielst du Fußball? Auf dem kleinen Dorf in Halle. Ei, wo denn? In Wallwitz. Ui, das kennt ja jeder. Ja, klar, in Metropole. Okay. Und was für Musik machst du? Metal. Ich würde es als Metal bezeichnen. Oh, freuen sich ja die Älteren. Da freuen sich die Omis besonders gerne. Hallo, mein Name ist Laura Landvermann. Ich komme aus Duisburg und vertrete das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das hast du aber schön gesagt, Laura. Was machst du denn in deiner Freizeit am liebsten? Ich mache Fitness. Oh, was machst du für Fitness? Allgemeine, zum Fithalten, Geräte, Touren. Was soll denn noch schöner werden bei dir? Nur zum Fithalten. Ich bin Christoph Hamer, ich vertrete das Bundesland Niedersachsen. Ich gehe beim IWK Lüneburg zur Schule und werde in der Seniorenresidenz Dahlke in Bad Bevensen ausgebildet. Ich habe gehört, du hast eine ehrenamtliche Tätigkeit gemacht oder machst die noch? Ja, ich habe demenziell Erkrankte in einem Heim für eben dieses Krankheitsbild betreut und das war eine sehr schöne, aber sehr schwierige Erfahrung. Schönen Dank. Der dritte Bundeswettbewerb ist Geschichte und wir werden wieder, wie immer, eine Zusammenfassung machen. Der Präsident des Bundeswettbewerbs Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Jens Fries. Hallo, ich grüße Sie. Es war ein erfolgreicher Wettbewerb, das kann man nicht anders sagen. Was waren die Höhepunkte? Wir fassen zusammen. Ich muss sagen, wir sind natürlich teilweise bei Dingen geblieben, die wir das letzte Jahr auch schon gemacht haben, weil die sich bewährt haben. Also wieder, sage ich mal, der Praxisübung mit neuen Fragen, Pflegeplanung mit völlig anderen Schwerpunkten, vielen Fehlern drin, die wir eingebaut haben und zum Schluss das fachliche Kolloquium. Das ging ja dann schon ganz gut los. Pflegeplanung schreiben. Genau, Pflegeplanung, aber es ging vor allen Dingen um sehr spezielle fachliche Fragen. Wir haben gesehen, dass es sehr gute Schüler waren. Der eine oder andere hat aber auch mitgekriegt, was noch nicht so stabil war, wo man nochmal nachgucken muss. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass die Schulen genau dieses Wissen über Defizite nochmal reflektieren und vielleicht sagen, okay, was könnte man verbessern? Es ging weiter mit dem Kolloquium. Das Kolloquium selber, Herr Kunze, habe ich geleitet mit Pflegedienstleitern, Heimleitern und Kolleginnen von der Heimaufsicht zusammen. Und wir haben schon den Finger auf die Wunde gelegt und wollten schon neues das Fachwissen erfahren, auch wie es methodisch dargestellt wird. Eine Riesenaufregung vor der Prüfungskommission und gemixt in zweites und drittes Schuljahr. Und da hieß es, naja, wäre es nicht einfacher, einzeln zu prüfen und dran zu denken, dass wir doch im zweiten und im dritten vielleicht nicht alles gehabt haben. Ach, wissen Sie, die Debatten kennen wir. Das Interessante ist, der erste Gewinner 2011, Florian Mistiol, war nicht drittes Lehrjahr, sondern er war zweites. Es ist egal, ob man zweites oder drittes ist. Das sage ich auch den Schülern, die sich vielleicht nächstes Jahr mit dran beteiligen wollen. Du musst topfit sein, du musst Interesse haben und du musst motiviert sein, gute Leistungen zu bringen. Dann bist du beim Bundeswettbewerb richtig. Und das waren ja unsere Schüler, die waren ja alle, super, super alle vorbereitet. Ne? Ja, das muss ich auch sagen. Ja. Dann ging es in die Praxisprüfung. Ja, wir haben diesmal zwei Teams gehabt. Das war Frau Abisch und andere Kollegen, die das dann gemacht haben. Dort ging es natürlich um Sachen wie PEG-Sonden, Medikamentengaben, Umgang mit der Kubitalulzer. Die Fachleute wissen, was ich meine. Jeder konnte dann selber diese Aufgaben lösen. Da spielt auch noch Hygiene eine Rolle, der Umgang mit Dokumentationsanforderungen. Aber auch das muss ich sagen, tolle Leistung. War auch sehr gut gemacht worden, von euch vorbereitet worden. Und wichtig ist ja, dass die Schüler gesagt haben, na, uns ist sogar ein bisschen geholfen worden, wenn wir was noch gar nicht gemacht haben. Ist da gewesen, habe ich erlebt. Etwas, ja. Also wir wollen ja keinen, der sich hier daran beteiligt, sterben lassen. Nee. Weil das wäre hinterhältig. Ja? Denn ich sage mal, man darf nicht vergessen, hier sind die 22 besten Schüler aus ganz Deutschland, aus jedem Bundesland. Wir haben Bundesländer, die haben unterschiedliche rechtliche Vorschriften, unterschiedliche Lehrpläne, teilweise unterschiedliche Lernfelder, was zwar nicht sein sollte. Wir haben unterschiedliche Lehrer mit unterschiedlichen Qualitäten. Und das zu kompensieren, das ist schon toll. Und ich muss sagen, wenn Sie gestatten, wir haben, seit wir den Bundeswettbewerb jetzt machen, der ist ja am 18.01. eröffnet worden, Sie waren ja mit dabei, haben wir
von den Schulen solch einen positiven Rückfluss bekommen, auch was das Schreiben der Klausur betraf, dass man wirklich merkt, es gibt so dieses Zusammenspiel zwischen Theorie und Praxis, wo wir Informationen der Praxis liefern, die in der Theorie des schulischen Alltags wieder eine große Rolle spielen können, um zu sagen, wie aktuell bin ich. Dann ging es natürlich weiter. Ein Tag, der eigentlich das Wichtigste ist, der Tag der Auszeichnung, der Tag des Siegers. Und den haben wir ganz locker begangen eigentlich. Ich selber muss ich sagen, bin ein großer Fan von Siegfried Huhn. Siegfried Huhn ist der pflegefachliche Schirmer unseres Bundeswettbewerbs. Ein Topmann, der richtig viel Ahnung hat, der sich mit vielen pflegefachlichen Problemen sehr intensiv beschäftigt hat. Und den konnte man heute früh mal anderthalb Stunden live erleben. Und es ging nicht nur um fachliche Themen, sondern wirklich, wie er als Mensch ist, wie man auf die Idee kommt, einen Expertenstandard zu schreiben. Also viel Hintergrundinformationen. Und ich verrate nicht so viel. Nächstes Jahr kommen andere Pflegeexperten, nach denen sich mancher Pflegeschüler die Finger leckt, um wirklich zu sagen, das ist das neueste Wissen, was es auf dem Markt gibt. Und jetzt ging es aber in die Stadtrundfahrt, eine wunderschöne Stadtrundfahrt durch Leipzig, eine, die eigentlich untypisch war. Ja, wir sind ja mit einem Bus gefahren, einem Royal Bus, also einem Doppeldeckerbus, den man aus London kennt, haben eine sehr schöne Stadtrundfahrt gemacht. Leipzig ist ohnehin eine tolle Stadt. Ich darf vielleicht gleich sagen, dass wir mit Leipzig unseren Sitz des Bundeswettbewerbs gefunden haben, dass wir hier bleiben werden. Wir werden also auch den neuen Schülern, die das nächste Jahr kommen, wieder eine tolle Stadt präsentieren können. Wir haben einen Halt gemacht am Völkerschlachtdenkmal, ja, zum Fototermin. Und waren dann 14 Uhr zurück, haben im Bayerischen Bahnhof ein sehr schönes Essen gehabt, ja, und haben uns dann vorbereitet auf das, was an sich dann abends hier passierte. Das ging natürlich ganz toll los. Wir sind zum ersten Mal im neuen Rathaus in Leipzig gewesen und das hat sich natürlich gelohnt für alle. Aufregung pur. Ist eine tolle Location, ja. Also wenn Sie sich das ansehen, diese riesige Wandelhalle, auch die Festsaal, das ist rundum, sage ich mal, von der Location eine tolle Sache. Aber ich muss auch sagen, auch uns als Veranstalter hat die Auslandsveranstaltung sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele Emotionen dieses Mal. Ja, das fing schon an beim Einmarsch der Schüler. Bisschen, dass wie gesagt, Martin Rietschel sogar seine Hochzeit verschoben hat, um hier dabei zu sein. Nein. Das war doch nicht die Überraschung. Die Überraschung ist, dass die beiden ihre kirchliche Trauung sogar verschoben haben. Sie findet das morgen statt, weil sie am Bundeswettbewerb teilnehmen wollen. Dankeschön. Und wie gesagt, zum Schluss, dass immer ein großes Highlight ist, die Auszeichnung der besten Schüler. Das war ja sehr, sehr emotional, muss ich sagen, ja, an dieser Stelle. Wir wollen natürlich uns auch bedanken bei allen, die hier dazu beigetragen haben, dass dieser Bundeswettbewerb überhaupt stattfinden kann. Es gibt viele Sponsoren. Welche sind denn besonders wichtig? Also an die ich besonders denke, ist zum Beispiel Pharmaco Ingelheim. Ich denke an den Volkssolidaritätsstadtverband, an den Volkssolidaritätsbundesverband. Ich denke an Fresenius Kabi, Bibliomed. Ich denke an Heilberufe Springer, des Springer Verlages. Ich denke an B. Braun-Melsungen, also ganz viele, die sich auch teilweise wirtschaftlich mit eingebunden haben, denn auch so ein Wettbewerb kostet Geld. Insgesamt geleistet wird, ich denke, dass in der Gesellschaft viel zu wenig auch. Schön, dass Sie da sind. Der Dr. Fahrweg kommt extra aus Frankfurt zu uns zum Bundeswettbewerb, zum dritten. Sie haben ja schon einige mit begleitet. Ja, ich war beim letzten dabei in Wittenberg und es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, das ist eine tolle Sache, was Sie machen, dass Sie gerade für die Heil- und Pflegeberufe also hier Initiativen ergreifen. Wir wollen natürlich auch wissen, was er genau macht. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Präsident der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Das bin ich nun schon seit 10 Jahren. Und die Deutsche Gesellschaft für Qualität ist die größte Qualitätsorganisation in Deutschland mit 6.000 persönlichen und 1.000 Firmenmitgliedern. Der beste Partner, den sich der Bundeswettbewerb wünschen kann, Dr. Fahrweg, herzlichen Dank.
Schön, dass er da ist. Wir begrüßen ganz herzlich den Dr. Brumm. Hallo. Guten Tag. Schön, dass Sie zum Bundeswehrbewerb bei uns reinschauen. Für alle, die es nicht wissen, was machen Sie genau? Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung von Fresenius Kabi Deutschland und dort zuständig für Gesundheitsrecht und Politik. Da sind Sie ja der optimale Partner auch für den Bundeswettbewerb. Was sagen Sie überhaupt zu dem Bundeswettbewerb? Ist ja schon der dritte? Ich finde es prima, dass es wieder stattfindet und ich finde es sehr wichtig, dass dieses Thema Pflege und Qualität in Deutschland so besetzt wird. Und was wünschen Sie den Teilnehmern vom Bundeswettbewerb? Sollte man teilnehmen, sollte man den nutzen? Man sollte auf jeden Fall teilnehmen, man sollte sich auf jeden Fall daran engagieren und ich wünsche vor allem viel Spaß bei der Arbeit, denn ohne den Spaß wird man auch nicht die guten Ergebnisse erzielen können. Wir haben einen Schirmherrn am Mikrofon. Herr Huhn, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind zum dritten Bundeswettbewerb. Und was sagen Sie zum Wettbewerb? Ich finde es eine tolle Idee. Ich bin begeistert von dem, was die jungen Leute hier leisten. Also ich bin richtig gerührt. Ja. Ja. Und damit Sie auch wissen zu Hause, was der Herr Huhn macht, was machen Sie genau? Also ich mache Pflegeberatung, Fortbildung, Projektentwicklung. Solche Dinge. Es gibt auch ein wichtiges Buch, das Sie geschrieben haben. Worum geht es da drin? Da geht es um Kontrakturprophylaxe, also Verhindern von Gelenkversteifung. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Herrn Huhn für diese schönen Worte und wir hoffen, dass wir Sie bald wiedersehen. Zum nächsten Bundeswettbewerb vielleicht. Gerne, ja. Danke. Dankeschön. Was in den Schoß? Ist es irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich? Irgendwo ein Tunnelende, das Licht verspricht. Er will so viel, doch eigentlich nicht. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei den Nordlichtern für das kulturelle Programm. Und jetzt ist ganz, ganz klar, das sind Sie, unsere Sieger des Wettbewerbs. Das erste ist Christoph Hamer. Den zweiten Preis hat Mandy Nitschke aus Sachsen und den dritten Preis hat Andreas Weidisch aus Thüringen. Unser erster Platz, Herr Christoph Hamer, Bundesland Niedersachsen, Schule Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege GmbH, staatlich anerkannte Ersatzschule, Stadtkoppel 14 21 33 Lüneburg. Ja, recht herzlich bei den Organisatoren. Das war, ich denke, ich spreche für uns alle, eine ganz tolle Geschichte. Wir haben ja alle viel Spaß gehabt, oder? Jawohl! Ich bedanke mich natürlich auch bei meinem Ausbildungsbetrieb Seniorenresidenz Dahlke aus Bad Bevensen. Aber natürlich bedanke ich mich auch bei meiner Schule, die mich ganz toll unterstützt hat, vertreten durch Frau Kirst-Schmidt, die ich gesehen habe. Da hinten. Ich denke, Herr Huhn muss sich keine Sorgen machen, sollte er nochmal stürzen. Da wächst gutes Pflegepersonal heran, das ihn dann entsprechend wieder heile macht. Unser zweiter Platz, Mandy Geritschke, Bundesland Freistaat Sachsen, Schule F+U Berufsfachschulzentrum für Gesundheitsberufe, Rathausstraße 07 in 09111 Chemnitz. Unser dritter Platz, Herr Andreas Weidisch, Bundesland Freistaat Thüringen, Schule Staatliche Berufsschule
für Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik, Gira, Maler Fischerstraße 02 in 07552 Gira. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Hast du damit gerechnet? Nein. Gar nicht? Nein. Und was wünschst du den anderen, die werden demnächst mitmachen? Dass ihnen das wieder so viel Spaß macht wie diesmal. Genau so ist das. Dass es eine tolle Veranstaltung wird wie dieses Mal und dass diesmal vielleicht noch mehr Leute mitmachen. So, die anderen beiden haben ja ganz kurz nach der Euphorie gerechnet. Du hast dich jetzt schon gefangen. Oh, naja, mehr oder weniger. Und ich sage dir was ganz ehrlich, wie hast du es empfunden, diese zwei Tage? Oh, sehr anstrengend und aufregend. Aufregend. Würdest du es wieder machen? Auf jeden Fall. Wo geht's eigentlich hin? Nach London. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin einfach nur begeistert. Das ist ja, für komm mich... Komm ruhig ran. Wer ist das? Unbeschreiblich. Komm ruhig ran. Und ja, ich muss mich jetzt eigentlich echt mal sammeln, weil das... Sollst du auch machen. Wo geht's eigentlich hin? Hast du das noch gemerkt? Und ich muss ganz sagen, ich fahre gerne nach Berlin. Wir waren jetzt erst vor kurzem auf Klassenfahrt die letzten Tage dort und da kann ich mir jetzt noch mehr angucken. Alles klar, viel Spaß und los Dank. Geht's. Das sind Sie, die Gewinner 2013. Herzlichen Glückwunsch an alle, muss man hier sagen. Und dieses Fest klingt natürlich aus mit einem tollen Zusammentreffen aller. Und natürlich gab es da ein bisschen was zu essen. Und so konnte man den Tag richtig schön ausklingen lassen. Genau. Aber es geht schon wieder weiter. Der vierte Bundeswettbewerb ist bereits in Vorbereitung. Und da freuen wir uns jetzt schon. Der wird stattfinden. Diesmal mit ganz anderer Unterstützung. Wir haben wahrscheinlich die Trägerschaft der BGW, da müssen wir gucken. Auch die Deutsche Gesellschaft für Qualität hat die Trägerschaft angedeutet. Also es wird spannend und nächstes Jahr haben wir wieder neue Überraschungen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Präsidenten des Bundeswettbewerbs Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege, Herrn Jens Fries. Dankeschön. Bitteschön.